So, hier bin ich wieder. Man könnte jetzt meinen, ich stehe irgendwie auf dem Kopf oder auf der Seite, aber nee, das ist so. Denn hier unten ist eine Wanne und der Dings hängt einfach da an der Wand. Ja, das macht irgendwie ganz komisch. Ein Geräusch, das wenn ich gesehen wurde, aber kann ja nicht. Oh, hoppsala. So. Knochenartefakt ist der 37 so und irgendwas haben wir noch irgendwo unten im Keller müssen wir hin. Gut. Hier haben wir irgendwas. Ja. Gut, das können wir uns mal anhören. Ich bedeutete meiner feinen Familie nichts, außer einer vorteilhaften Heirat und Jahren des Gebärens. Sie versprachen mich einem Mann dreimal so alt wie ich, beim Gedanken an die Hochzeitsnacht keuchend. Aber etwas Seltsames passierte auf dem Weg zum Altar. Delilah, nachdem ich mich zum ersten Mal nachts aus dem Haus geschlichen hatte, wollte ich nie wieder zurück. Ich schaute zu den Sternen und trank Wein auf einem Dach. Ich war frei. Statt die Aufseher zu besuchen, ging ich zum Bankier meines Vaters und lief vor meinem alten Leben davon. Zu Delilah. Das war die Blütezeit des Zirkels. Aha. Gut. Eine Münze, 20. Get. 32 fürs Knochenartefakt. Diese Hier haben wir. Münzen könnten mit dem zu tun haben, woran Ashworth arbeitet. Naja. Die ursprünglichen Linsen, die Jensos und ich für das Orakulum entwickelt haben, waren erschreckend minderwertig. Sie haben die Energie aus dem Nichts zerstreut, statt sie zu bündeln. Mein Kopf dröhnte vor Lärm und ich verlor fast den spirituellen Bund mit Delilah Magen. Ich werde nicht ruhen, ehe unser Zirkel die Schwestern des Ordens des Orakels kontrolliert. Aber ich weiß nun, wie groß das Risiko ist. Die alten Linsen hätten mein Untergang sein können. Sie lagern fürs Erste in meiner Werkstatt, müssen aber zerstört werden. In Ordnung. Ja. Ui. Hier haben wir die großen Tanks. Moment, aber nicht die kleinen. Die können wir mitnehmen. So. Das Blaue geht nicht. Irgendwelches Gekritzel, Gekrakel. Aber ich habe noch kein Safe gefunden. Die sind ein Taler wert. Naja, eine Münze. So. 10. Und Betäubung können wir leider nicht mitnehmen. Schade. Rot ist 9. Hallo? Jetzt geht's. So. Da ist noch ein Buch. Kapitel 32. Keine Ahnung, ob ich das schon mal hatte. Wer es nicht kennt, kann auf Stopp machen und ich laufe erstmal weiter. So. Wo könnten wir denn jetzt mal hin? Wo kann ich denn jetzt mal hin? Wie wäre es denn? Klar, in den Keller, aber ich will erstmal dann
Warte mal. Hier sind die ganzen Hexen. Da hinten ist so ein... Moment. Die kriegt man doch am besten mit dem Zeug hier kaputt. So. Wenn mir hier jemand zu nahe kommt, gibt es Walöl. Ach, auch schon wieder muss ich niesen. Ich glaub's ja nicht, ey. So. Können die roten Viecher jetzt ein hier? In Ordnung. Ich versuche das mal auf dieser Höhe. Hopp. Yeah. Wenn man weit genug weg ist, scheinen die nichts zu machen. Weintraum. Da haben wir wieder ein Artefakt. In Ordnung. Da mal her damit. Also eine Rune. So. Da haben wir schon wieder eine. Was liegt denn da so schön? Weintrau. Yep. Okay. Diese Dinge. Naja gut. Ich wollte mich eigentlich dahin teleportieren, aber. So. Dann nehme ich jetzt noch mal anderes Walöl. Wir haben ja noch einen Tank. So. Und dann mache ich hier einmal. Ja. Oh, der hat auch sogar was abbekommen. Das ist gut. Das war schön. Das war sehr schön. So, ein Tank ist hier dann noch. Einmal. So, komm her. So. Und da hinten ist auch noch so ein Tank. So. Laberst du unten oder hier oben? Weiß man nicht, ob ich dich unbedingt kaputt machen muss, aber egal. Oh. Ey, doch noch gekriegt. Das wäre beinahe runtergefallen. Hei. Was haben wir denn hier? Hallo? Ui. Ach, da unten ist auch wieder so ein Vieh. Ja. Komm mal her. Hallo, wo bist du? Ich mach dich platt, du olle Hexe. Ja. Scheint wohl unten zu sein. Hier oben ist keine mehr. Gut. Aber wenn ich hier bin, dann habe ich doch da so noch was Blaues. Ah, ich konnte nicht mehr ausweichen.
Na gut. Ich wollte es haben. Hat nicht funktioniert. Dann eben nicht. Gut, wir haben da hinten ein Knochenartefakt. Das sieht aus, als sei das nicht ganz so weit unten, aber vielleicht eine Etage runter oder so. Muss ich mal sehen. Ich gehe hier erstmal zu Fuß runter. So. Hallo, ist hier jemand? Hier sehe ich aber auch noch keinen Raum mit einem Tresor und so. Nee. Das ist merkwürdig. Mutter, wäre ich in dieser Situation, wenn du noch leben würdest? Puh. Weiß nicht. Wie viel stammt noch aus deiner Zeit auf dem Thron? Können wir leider nicht kaputt machen. Hm. 19 Meter, aber wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich gucke erstmal hier durch. Kann aber nicht viel erkennen. Naja, gut. Dann öffnen wir mal das Tor. Halt, nein. So. Hallo? Oh, hier ist ein Blutfliegen. Dann könnte hier doch ein Tresor sein. Eieieiei. Okay. Oder hätten wir noch irgendwas hier, was wir schmeißen könnten? Was vielleicht brennt oder die betäubt oder so? Oder eine andere Person da reinschmeißen? Was haben wir denn hier? Ne, da ist nichts. Lecker Apfel. Wobei ich lieber Bananen mag, also. Ja. Nee. Schade. Dachte, ist es nicht. Noch jemand hier? Hoffe nicht. Mal her, Alte. So, gute Nacht. Ich soll schreien für dich.
Hier bin ich. Hey, wer bist du? Emilia. Ich steck dir noch ein Loch. Du siehst so verbrannt aus. Ah. Mal ein bisschen Luft reinlassen, ne? So. Die sind weg, die kann man speichern. Keine Ahnung. Ich hole ihn mal hoch, den Lift oder runterholen. Keine Ahnung, was ich da mache. So, ich nehme einfach mal die mit. Lalala. Hallo, ihr Blutfliegen, guck mal hier. Ist das nicht schön? Na los. Oder wollt ihr keine Hexen? Ihr mögt keine Hexen, ne? Naja. Wer keine Hexen mag. Aber sonst finde ich hier auch kein, was immer brennt oder warte mal, was ist das? Nee. Nur eine leere Flasche. Wein. Nein. Weg damit. Ja, schaut doch mal nach. Hier. Was ist hier los? Ihr seid auch so doof, ne? Sehen wir uns hier mal um. Ja. Da sind die Hexen. Aber gut, ich. Dann nehme ich mir erstmal hier diese Blutfliegen vor. Und mache Attacke. So. Achso. Hätte sein können. Jetzt aber. Moment, erstmal hier oben. Hep. So. Weg mit euch. Weg, 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 weg. Hier gibt es nicht zufällig irgendwas. Nee, ne? Kein Feuer oder so, so eine Art. Na gut. Weg mit dir. Noch ein 25er Blutstein, Achtung und BÄM! Da ist auch wieder einer drin. So. Ein Blutstein. Sonst sind alle hier weg. Gut. Weg. Weg. Und noch mehr weg. Aber ich finde hier noch kein Tresor. Wo bist du? Ich hab dich da. Starke Arme. Du wirkst Gegner etwas schneller. Bewusstlos. Aha.
Okay. Können wir die Gegner schneller K.O. machen? Ja. Interessant. Guti. Hallo? Das ist aber tief. Ja, wir müssen noch in den Keller, oder besser gesagt, ich muss in den Keller. Da sind noch so viele. Habe ich hier schon eben mal geguckt? Achso, das ist dann hier. Ich würde mal sagen, ich nehme mal den. Hallo? Moment, ja? Du brauchst dich noch nicht zu bücken. Hallo? Wo rennst du denn hin, Alte? Nun bin ich. Was ist der Draht durch zarte Haut? Nein! Doch! So, wie war das? Mann, ihr blöden Hexen, dass ihr nicht mal einen in Ruhe lassen könnt, ey. Und alle hier oben. In Ordnung. Wo ist denn hier? Ach, hier die Tastatur. Keller. So, dann ab in den Keller. Wir fahren nach unten in den Keller. Denn da ist es am Tage auch nicht heller. Oh, weia. Brennbar. Genau, brennbar ist immer gut. Ja, aber manchmal will ich sie zu blutigem Brei schlagen, nur um Ruhe zu haben. Ist das ein Rätsel? Wir reden über die Garde, richtig? Nicht über die Blutfliegen. Verdammt nochmal! Ja, Hexen sollen brennen. Da oben dampft irgendwas vor sich hin. Wieso? Die hat es doch verdient. Willst du dich ewig verstecken und wie eine Ratte im Schrank sterben? Und willst du nicht mal langsam herkommen? So. Keine Chance gegen uns. Ach nein. Das haben die anderen sich wohl auch gedacht. Ein schönes Nest, meine Süßen. Na komm. Komm mal her, Flommi. Glaubst du, du bist leid? Ihr seid auch nicht besser. Und was gibt's heute zu essen? Gebackene Brüste in Tomatensoße. Ja.
Wieder ein Blutstein. Und noch ein Blutstein. Aha. Jupp. Erinnerung. Der Schlüssel zum Archiv ist im Büro des Quartiermeisters. Gut. So, eine weitere Rune. Und jetzt hören wir uns das hier mal an. Als Delilah von Dowd ermordet wurde, ging ihre Magie verloren und der Zirkel zerbrach. Ich begann ein neues Leben in Karnaca. Dann hörte ich ihr Flüstern aus dem Nichts, das mich zum Herzog führte, der es auch vernahm. Gemeinsam wollten wir Delilah zurückholen und veränderten das Reich von Aramis Stiltons Zuhause aus, vor 3 Jahren. Auf den Inseln spürten alle, die bei ihr und in Brickmore gewesen waren, die Rückkehr der Magie. Neue kamen hinzu, neue Gesichter, neues Blut. Jetzt ist Delilah unsterblich. Für immer. Ihr gehört Dunwall und wir verderben den Orden des Orakels. Die Aufseher erhalten Rat von ihren prophetischen Schwestern und bald werden wir ihre Träume und Visionen beeinflussen. Aha. Gut, ich habe ein bisschen Funkulade jetzt im Mund. Und viele Bücher sind hier. Hoppala, hui. Kapitel 14. Keine Ahnung, ob ich das schon mal hatte. Man kann es auch Pause machen, wie immer. Gut. In Ordnung. So. Hier ist noch ein Bild. Zack, 200 ist es wert. Ja, mal hin. Über den Schrank, auf diesen Schrank. Aber hier oben ist nichts. Also wieder runter. Hep. Gut. Und hier ist auch nichts weiter. Wobbsfund. So. Da haben wir auch noch mal einen Blutstein. Da ist der Lift. Wieder alles im Griff, in den Lift. Hallo? Haha. Ich hab's geschoben. Wie schön. Da könnte man durch. Aber was bringt doch nichts. Ha. Wie auch immer. So, nachdem ich jetzt alles abgesucht habe. Ich nehme doch mal an, dass ich jetzt hier überall war, oder? Upsala. Oh ne, da ist noch ein Hund. Ey! Du Hexenhund, komm mal her. Na komm.
Und nochmal. So, jetzt muss es auch vernichtet werden. So. Das kommt doch uns wieder zurück. Der Kerzenständer oder Kronleuchter? Naja, Kronleuchter. Weg, du Fliege. Da haben wir Bolzen und Armbrustbolzen. Yep. So. In Ordnung. Jede Menge Koffer. Das ist ein Glas. Ein langes, krokodilähnliches Wesen. Weg damit. Oh, oh je. Puh. Das war nicht ganz so gesund, aber ich habe noch kein Tresor gefunden. Hai. Oder kein Hai. Ich möchte gerne noch irgendwo ein Tresor, aber ist das jetzt hier dieses Gebäude oder was für das andere Gebäude? In Ordnung, hier ist nichts. Auf jeden Fall nichts gefunden. Dann, was haben wir hier? Hier geht's einmal nach oben. Einmal nach draußen. So, das auch jetzt offen. Und hier scheint es wohl in den Keller zu gehen. So, dann hier ist Wasser. Hier komme ich nach draußen. Aha. Ja. In Ordnung. Aber da kommen wir ja dann nirgends weiter, ne? Tja. Was sagt denn mein Herz hier? Knochenartefakt, ja. Da drin, warte mal, hier ist noch eine Tür. Ah. Das letzte Mal, wo ich eine Tür aufgemacht habe, war sie einfach explodiert. So, warte mal hier, ne? So, Knochenartefakt, dann haben wir noch ein Kabelwerkzeug. Das ist gut. Man weiß ja nie, ob man mal wieder eins braucht. Dann haben wir, guck mal, hier ist ein Schlüssel. Ein Archivschlüssel. So. Es wird gespeichert, das ist ein gutes Zeichen, das heißt, dann können wir hier erst einmal Schluss machen für heute.
Und dann muss ich mal sehen, wo ich noch hin kann. Ja, schauen wir mal, ne? Dann sage ich bis in dieser Folge danke, dass du dabei warst, dass du mir geholfen hast. Und dann, ich gucke nochmal hier oben. Ne, das ist ja auch wieder draußen. Ah. Komm, den machen wir noch. Das Wasser damit. So, jetzt haben wir hier noch was auch immer, und dann haben wir hier noch aber das hier ist jetzt draußen, ne? Mal drei Öltanks. Ich glaube, das ist ja. Da läuft einer. In Ordnung. Aber hier drin ist doch noch irgendwie was, oder? Na gut, hier war dann der Hund. Hoppsala. Einstmals Copperspoon, jetzt Corbin. Ja. Mein Name ist Delilah. Ich habe den kaiserlichen Schutzherrn besiegt und seine Tochter vertrieben, um ihren Thron zu besteigen. Nun kommt es. Und lasst mir den Namen und Wasser eurer Verehrung baden. So. Zack. Da war nix. So. Schön ein Messer in die Kehle. Das ist nie gesund. Guck mal. Ja, da guckst du, ne? Weil die doof ist, genau wie du. Weil die glatt rasiert war, genau wie du. Bitte was? Ich finde. Ja, so. Gut, Leute. Eine riesen Schildkröte. Das war's jetzt für heute. 39 Minuten auf der Uhr. Und dann sage ich danke fürs Gucken, und jedes Mal hat das auch wieder Dishonored 2, und ich hoffe, bis dann auch wieder dabei. Bis dahin, bye bye.